Willkommen bei GmbH1 TV. Mein Name ist Elias Stefanescu und an meiner Seite Paul Urbanik, der sich einen harten Feind geliefert hat mit Murat Ben Abdallah. Am Ende hat es natürlich nicht gereicht, wie man gesehen hat, für eine Submission. Trotzdem, erzähl uns, wie war so dein Bauchgefühl jetzt hintenrum nach den 20 Minuten? Ja, der Kampf ist ziemlich, unglücklich losgegangen. Als ich gerade zum Takedown wollte, hat er Guard gejumpt. Landete in der Mount, Backmount, er hat angegriffen. Da war am Anfang Offensive da, er war kräftig, hat mich gewundert. Aber nach der ganzen Angriffsgeschichte, so in den ersten 3 Minuten von ihm, kam dann nichts mehr. Ich will ihm nichts Böses, garantiert nicht, aber es war ein bisschen schade. Ich bin ihm mehrfach hinterhergerannt. Wenn ich den Sweep bekommen habe oder irgendwie eine Reversal, dann ist er mal nicht absichtlich, aber von der Matte. War die Matte ein bisschen zu Ende, sagen wir es. Jedes Mal ging es wieder im Stand los, als ich saß. Ist er mir weggelaufen als BJJler, hätte ich schon so ein bisschen mehr erwartet, dass er weiß, wie man auf eine Guard reagiert, und hat mich ein bisschen geärgert, weil dann bin ich wirklich hinterhergerannt und es kam nicht mehr von ihm. Du hast mit dem einen oder anderen Heelhook angegriffen, gehen wir vielleicht darauf ein, wie nah warst du ab und an mal dem Finish oder gar nicht so wirklich? Das muss Murat sagen. Ich bin mehrfach abgerutscht. Also ich hatte mein Griff am Anfang war gut. Danach ist er immer wieder abgerutscht in eine Position, wo ich eigentlich nicht mehr finishen konnte. Ich habe den Griff gewechselt. Ich glaube, einmal hat er anscheinend komisch geguckt, aber ja, er hat vorher gesagt, er kann, ist nicht submit mal mit Helux. Hat er innerhalb der 20 Minuten bewiesen. Darüber hinaus werden wir es bei den nächsten Kämpfen sehen. Aber ja, also es war für mich ein bisschen schade, dass ich am Ende wirklich nur hinterherlaufen musste und da nicht mehr viel kam. Aber ja, ich hoffe, die anderen Kämpfe, der Alex Neufang hat ja schon gut nachgelegt, wie zu erwarten, nur offensiv. Und ich finde es eine klasse Sache hier mit dem Turnier. Submission Only ist einfach perfekt. Genau, das wäre meine letzte Frage gewesen. Masters of Submission hier, die Erstausgabe. Und du siehst ja, es ist so ein bisschen Kumite-Look, so ein bisschen Bloodsport-Style. Wie hast du es empfunden jetzt als Kämpfer? Ich bin relativ knapp hier angekommen, hatte vorher nicht so viel Zeit, das hier so zu genießen, hier die Atmosphäre. Ich finde es geil. Also es ist gerade, jetzt sind natürlich die großen Zuschauermengen noch nicht da, aber das Who is Who der Szene hier gerade im Westdeutschland, teilweise ja auch aus ganz Deutschland, ist hier, und ich wette, die Kämpfe wären noch Bombe. Und ja, Submission Only zeigt dann auch, denke ich mal, die Leute, die wirklich für die Submission gehen wollen. Und da werden sich einige Gesichter, die teilweise sonst Turniere gewinnen, hier wahrscheinlich nie blicken lassen, weil sie wissen, den einen Punkt holen sie, aber darüber hinaus kommt dann nicht so viel. Abschließende Frage, wie geht's mit dir weiter? Wann sieht man dich wieder in Aktion? Und gibt's vielleicht eine Person, die du gerne mal grappeln wollen würdest? Ach, ich bin da relativ unspektakulär. Ich gehe jetzt locker an. Ich bin jetzt gerade im Ref angefangen. Viel um die Ohren. Jetzt die letzten 2 Wochen auch nicht so wirklich aktiv im Training. Deswegen, ich guck mal, Tap Me If You Can steht ja an, Sub-Battle steht an. Ja, ganz in Ruhe. Aber ich hoffe, dem Thorsten und den Leuten hat es ein bisschen gefallen, dass ich nochmal hier kämpfen kann, weil ich fand es geil. Submission Only ist das beste Format. Ich freue mich. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank. Ganz viel Erfolg dann noch für die Zukunft, und ich sag mal bis bald. Danke. Danke sehr. Danke.